Es ist quasi ein Abschiedsspiel. Es ist das letzte Spiel für Trainer Stöhr, das letzte Spiel für Trainer Consiglia und das letzte Spiel im altehrwürdigen Horststadion. Die neue Tribüne wartet schon auf die neue Saison. Und Abschied nehmen heißt es auch vom alten Horststadion. Mit Meisterschaftsbeginn erstrahlt die alte Hütte im neuen Glanz. Und möge dieser Glanz auch auf die Austria unter Herbert Prohaska übergehen, im Sinne einer spannenden Meisterschaft. Zum Kehrhaus steht heute Lustenau auf dem Programm. Die vergangenen vier Spiele endeten jeweils unentschieden, also ein für die Austria schwer zu spielender Gegner. Die Temperaturen weit über 30 Grad und dennoch kein Sommerfußball im Horststadion. Wagner, Meierle und 1:0 für die Wiener Austria in der 12. Minute. Nach diesem Zusammenspiel zwischen Michi Wagner und Meierle keine Möglichkeit für Ungarn, da an den Ball zu kommen. Aber Lustenau stellt sich nicht hinten hinein, spielt mit der Austria mit. Prinzen. Weiter Pass auf Thomas Weißenberger, der hat da viel Platz bei diesem Konter. Recktop und der verzieht. Lustenauer kommen zu guten Möglichkeiten. Spiel auf gutem Niveau, gute Torszenen auf beiden Seiten. Trotz der großen Hitze bemühen sich die Spieler, kämpfen, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht. Freistoß für Lustenau nach diesem Foul an Weißenberger. Entspannter Friedel Consiglia beim letzten Spiel in dieser Meisterschaft. Prinzen und Knaller. Der Prinzen hat das Loch in der Mauer gefunden, aber Knaller war da aufmerksam. Wagner, guter Schuss von Wagner, Hopfer, Ernstson und Ungar gerade noch mit den Fingerspitzen. Pausenstand 1:0 für die Austria. Hier noch einmal die Möglichkeit von Ernstson. Die Sieger im Snickers Jugendcup zeigen in der Pause ihr technisches Können. In vier Altersklassen aufgeteilt beteiligen sich über 1000 Kinder an diesem Jugendcup. Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschick und Ballgefühl waren die Wertungskriterien. Ja, auch sehr relaxed Lustenau-Trainer Edi Stöhr. Man hat ihm keinen neuen Vertrag angeboten. Meierle. Wimmer Meierle. Stangl-Pass, Holzmann und er erzielt das 2:0 für die Wiener Austria in der 77. Minute. Herr Meierle, sehr agil, sehr antrittsschnell, macht das überlegtes Zuspiel zu Holzmann. 2:0 für. Und dann in der Schlussphase noch Austria-Lustenau durch Mozzi das 2:1 in der 89. Minute. Die Vorarbeit hat Recktop geleistet. Austria besiegt Austria Lustenau mit 2:1. Warum haben Sie letztlich sich gegen Lustenau entschieden? Ja, weil die Rückendeckung im Verein nicht da war und die Entscheidungsfreudigkeit, was meine Person betrifft. Also nach drei Unentschieden doch ein Sieger im vierten und letzten Duell in der Meisterschaft zwischen den beiden Austrias. Wir sind bei Lask Linz.